Wow, also die Folge hat es wirklich in sich gehabt. Dragon Ball Super Folge Review zu Folge 127. Ich habe noch ein bisschen so Gänsehaut-Feeling wegen C17 auf jeden Fall. Ja, da hat er auf jeden Fall als Android noch ein bisschen Menschlichkeit verspürt. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass er nicht menschlich ist. Hat er ja selbst gesagt quasi, dass er ein bisschen Menschlichkeit verspürt hat von dem, was er gemacht hat. Und an der Stelle auf jeden Fall ganz, ganz klar MVP. C17 ist wirklich MVP des Turniers für mich. Müssen wir nicht drüber streiten, dass das alles geleistet hat. War 1A, vor allem in der Folge. Die Folge auch an sich komplett für mich eine 10 von 10. Denn die Folge hatte wirklich alles, ja. Action geboten, wir haben storytechnisch sehr viel mitbekommen. Animationen waren sehr cool, die Kampfszenen auch auf jeden Fall. Das Ganze ging quasi los. Wir hatten unsere drei Krieger. Eigentlich ja vier. Freezer hat dann irgendwie dann nochmal dazwischen gefunkt. Aber C17, Vegeta und Goku haben quasi versucht, koordiniert gegen Jiren ranzugehen. Sie haben es auch ein bisschen geschafft, ihn zu verwunden. Das hat ihn auch ein bisschen getriggert, den Jiren. Und das war dann dank C17 quasi. Und mit dem Plan sind sie dann vorangegangen. Sie wollten Jiren quasi in den Punkt treffen, wo er nicht aufmerksam ist. Und ja, um ihm so Schaden zuzufügen, denn so haben sie das gemerkt. Aber Jiren hat da nicht mitgemacht, denn Jiren ist quasi full out gegangen, hat seine Power gezeigt und Jiren war on fire. Direkt von Anfang der Folge nämlich. Und ich finde wirklich sehr, sehr cool, wie sie Jirens Aura darstellen, seine Ki. Hat was Einzigartiges, so wie Jiren natürlich ist. Und wir merken schon auf jeden Fall, dass Jiren wirklich, also ein starker Gegner ist, overpowered Charakter auf jeden Fall. Die Jungs wollten quasi koordiniert gegen Jiren rangehen. Sie haben es ein bisschen teilweise, ich fand die Kämpfe sehr gut, finde ich ehrlich, bin ja. Goku und Vegeta haben es sogar abgesprochen, koordiniert gekämpft. Ich finde sowas wirklich sehr, sehr gut. Mit C17 auch. C17 quasi hat so ein bisschen geführt, hat gesagt, ey, mach das so und so, haltet sie auf und ich versuche ihn in der wunden Stelle, wenn er nicht aufmerksam ist, zu treffen. Hat mehr oder weniger geklappt, mehr oder weniger, aber auch nicht so eine Beste, wie Jiren quasi natürlich ist. Hat er das dann quasi, hat die Jungs dann, ich will nicht sagen ausgetrickst, aber er kam damit klar und wusste direkt, dies zu kontern und hat die Jungs dann lahmgelegt quasi, ja. Mit einer quasi sehr, sehr guten Ulti, die wirklich deftig getroffen hat. Das war eine Mega-Ulti von Jiren auf jeden Fall. Und aus dem Nichts kam ganz kurz auf jeden Fall Freezer, total geraged, hat gemeint, ey, Jiren, er hat ihn wirklich sehr gut getroffen, ja. Jiren hat quasi mit Freezer gar nicht mehr gerechnet. Freezer kam mit einem Tritt in seinen Rücken und hat ihn wirklich gut getroffen. Wie gesagt, ich habe an der Stelle mit Freezer gar nicht gerechnet. Dann war er auf einmal da, hat total geraged, blind vor Wut, ging direkt in Golden Form, wollte Jiren einen reinhauen. Jiren ganz gelassen, aktiviert sein Sharingan, blockt irgendwie so Freezer, haut ihn ein, zwei Fäuste rein und dann, ja, war es das wieder mit Freezer. Dann jedenfalls wurde es wirklich, also ich merke, ich mache gerade ein bisschen schnell. Quasi jetzt war es wirklich die ersten paar Szenen, die ersten paar Minuten bis zur Hälfte war wirklich dieser Kampf und dann wurde es erst interessant auf jeden Fall. C17 ist eben aufgestanden, C17, also Goku und Vegeta lagen auf dem Boden und C17 Ziel war es dann von Anfang an quasi Zeit zu schinden für die Jungs. Und also C17 an der Stelle, Respekt, was er da alles geleistet hat. Er wurde wirklich sehr gut geheilt und gut zur Schau gestellt. Nicht nur das so kämpferisch, sondern und nicht nur so von Strategie her, wie er vorangeht, Taktik, so wie er ist, wie wir ihn kennen. Sondern auch von seiner Art und Weise, wie er redet, Art und Weise, wie er sich gibt, Art und Weise, wie er denkt, wie er mit einem ein Gespräch führt. Denn als er quasi gegen Jiren noch 1 gegen 1 war und die Jungs auf dem Boden lagen, war quasi sein Ziel, so viel Zeit wie möglich für die Jungs zu schinden. Er hat dann quasi Jiren eine Frage gestellt, um es kurz zu fassen. Und zwar, erstmal kam die Frage auf C17, was wünschst du dir eigentlich mit, beziehungsweise C17 gesagt, ich werde alles dafür tun, dass Universum 7 überlebt. Dann hat Wermut gefragt, was und dann? Was hast du davon? Was bringt dir das? Was willst du von den Dragon Balls dir wünschen? Er hatte gemeint, ich wünsche mir eine Schiffreise, Cruise-Reise. Ich will cruisen, quasi mit meiner Familie auf dem Schiff. GG, das war's, mehr will er nicht. Und Wermut und so, willst du mich verarschen? Ist das wirklich dein Ernst? Quasi. Und er meinte, ja. Schlicht und einfacher Wunsch und hatte Jiren gefragt und das fand ich wirklich sehr cool. Denn wir wussten bis jetzt nur, dass Jiren OP ist, wir wussten aber gar nichts über seine Vergangenheit. Und auf die Gegenfrage von C17 und Jiren, was für ein Studier, war Jiren leise, Wermund hat für ihn geantwortet. Dann hat Wermund quasi mit der Vergangenheit von Jiren ausgepackt. Und zwar war das, wenn ich es kurz fassen darf, war das quasi so, Jiren als Kind war quasi ein bisschen spazieren, wie man als Kind es eben tut, also ein bisschen rumspielen wahrscheinlich. Und als zurückkam, war sein Dorf ausgelöscht von der bösen Macht. Seine Familie ist vor seinen Augen gestorben und Jiren hat da wirklich natürlich Hass verspürt.
Und sein erster Gedanke war dann ganz klar, ein Mann hat ihn gerettet, das war dann auch, dass er wurde auch sein Lehrer quasi, sein Meister, dieser Mann, der ihn gerettet hat. Er wurde, also Gina wurde Schüler von ihm und er hat dann quasi sein Leben lang nach Stärke gesucht. Das wussten wir schon quasi, dass Gina nach Stärke strebt. Aber jetzt wissen wir warum, um es kurz zu fassen. Eigentlich wäre ich ehrlich, ich bin Sasuke-like, Itachi-like oder wie es dann weiterkommt. Also für die ganzen Naruto-Liebhaber beziehungsweise die, die nicht Naruto gesehen haben, was damit meint, ist quasi vor seinen Augen wurden seine Eltern gebracht und das muss man auf jeden Fall erstmal irgendwie verkraften. Da verspürt man natürlich auf jeden Fall eine Art Hass und einen Drang nach etwas zu streben und dieser Drang ist dann für Jiren eben Stärke. Dann hatte sich quasi, er war zuerst einziger Schüler von seinem Meister, dann kam immer mehr und mehr dazu und dann wurde es quasi eine Organisation. Das Ganze hat mich dann ein bisschen erinnert wie Akatsuki mit Pain. Das ist ja so ein bisschen ähnlich. Und jedenfalls wurde es so eine kleine Organisation. Sie wurden immer stärker und stärker und stärker mit dem Ziel, dann diese böse Macht quasi wieder zu bekämpfen, zu besiegen. Ging leider nach hinten los. Da wurden alle besiegt, wirklich jeder wurde besiegt. Nicht besiegt, sondern getötet quasi. Auch sein Lehrer. Und das war nochmal ein riesen Rückschlag für Jiden. Und das war quasi der Zeitpunkt, wo er quasi solo auf der Suche nach Stärke war und dann auch quasi seine Emotionen abgelassen hat. Und so kam es dann quasi zu den Pride Troopers. Und das ist dann wiederum der Aspekt, wo Jiren Stärke mit Gerechtigkeit vergleicht, sorry. Denn quasi will er Rache nehmen und mit der Gerechtigkeit, wir wissen nicht, ob er schon Rache genommen hat, wir wissen nur bis zu dem Zeitpunkt quasi, wie das so abgelaufen ist. Will er jedoch die Stärke erlangen, um Rache zu nehmen. Das hat Wermund kurz erzählt, aber wirklich, das ging wirklich tief hin, war ich ehrlich, war eine geile Szene, eine geile Vergangenheit. Das kennt man aus Dragon Ball selten, dass sie sowas mit einbeziehen, so Vergangenheitssachen, Bindungen zwischen Charakteren, die Vergangenheit der Charaktere und so weiter und so fort, wie sie drauf sind, Eigenschaften, Charaktere, Gefühle, Emotionen und. Fand ich sehr ein cooler Aspekt auf jeden Fall. Aber C17, C17, also massive Respekt an C17. Er hat dann quasi geantwortet, also nutzt du all deine Freunde, die Gerechtigkeitstruppe, zu deinem eigenen Nutzen aus. Quasi, du bist nicht besser. So wollte ich ihm sagen. Du bist nicht besser als das, was du eigentlich erreichen wolltest. Er wollte quasi Gerechtigkeit erreichen. Aber das, was er momentan Jiren macht, ist quasi, er strebt nach der absoluten Stärke. Nutzt quasi dann nach C17s Worten seine Truppe aus, Freunde aus, um diese Stärke zu erlangen, um die Gerechtigkeit zu erlangen. Und das hat Jiren getriggert. Da hat auch gesagt, ah, habe ich da wahrscheinlich einen Nerv getroffen, unser C17. Und dieser Dialog, die C17 führt, ist 1A, so wie er auch spricht, was er von sich gibt. Wirklich sehr cool. Wirklich sehr, sehr cool. Dann ist Jiren natürlich auch schon wieder drauf, ja. Das hat ihn natürlich also getriggert, wie schon des Öfteren gesagt. Das wollte er so nicht hinnehmen. Und hat er gemeint, sie hat gemeint, Stärke ist absolut, Stärke steht über allem, Stärke ist Gerechtigkeit und quasi, deswegen steht er immer so ernst, bisschen emotionslos und haut einfach nur alles zur Seite, um es kurz zu sagen. Und das wollte er dann demnächst in der nächsten Szene wieder tun. Hat so eine richtig massive, die Ulti von vorhin, die ich angesprochen habe, gestartet. Erstmal wirklich stark konzentriert, wie man das gesehen hat, hat sie losgefeuert. Und an sich auch, wie Jiren mit seinem Ki agiert, mit seinen Schlägen. Er hat quasi einen Uppercut mit dem Ki gemacht gegen Son Gokus Kamehameha und das zerstört. Also seine Ki-Kontrolle ist wirklich massiv und so wie sie auch dargestellt wird, ist sie wirklich so wie ein Feuer. Ja? Er kann wirklich so ein Feuer entfachen und so sieht auch seine Stärke aus quasi. Aber, um dann um die Szene zurückzukommen, als sie die Ulti geschaut hat, hatte sie wirklich lange Zeit ein bisschen Kraft fokussiert, sie abgeschossen gegen Goku Vegeta und dann kam halt die Stelle so. Oh, na, traurige Stelle, wenn ich ehrlich bin. Aber auch wirklich eine Stelle, die so einen Gänsehaut-Aspekt hat. Ja, ganz quasi hat sich Gänsehaut, ganz klar, als ich das gesehen habe. C17 hat sich da vorgestellt gegen diese massige Ulti. Wenn die Folge gesehen habt, dann wisst ihr, dann wisst, habt ihr auch wahrscheinlich das auch gespürt, quasi, was für eine mächtige Ulti das war. Das hat jeder gespürt, der anwesend war. Die ging gegen Goku, Vegeta, wie gesagt, und C17 hat sich dagegen gestellt. Das war quasi seine letzte Barriere. Standhaft hat er sich dahingestellt, Barriere aktiviert. Hat gesagt: Goku, Vegeta, ich gebe meinen Traum auf mit dem Schiff, mit dem Cruise-Schiff. Es liegt an euch. Und wenn ich schon wieder davon erzähle, dann kriege ich wieder Gänsehaut. Es liegt an euch, quasi Universum 7 zu retten. Schaut nach hinten wirklich, dass da so eine Szene, Goku, Vegeta sagen, haben sich wahrscheinlich ihr Teil schon gedacht. Gedacht, oh ne, jetzt kommt es wahrscheinlich auch, oder hör auf damit quasi. Er hat
Goku und Vegeta hat zwei, drei Barrieren verpasst, dass sie, diesen Angriff auf jeden Fall überleben, und den Angriff hat er gekontert, indem er sich selbst zerstört hat. C17 ist von uns gegangen, er ist nicht aus der Arena, er hat sich selbst zerstört, er ist gestorben quasi, um es einfach zu sagen. Bevor er gestorben ist, hat er gesagt, also so fühlt es sich an, menschlich zu sein. Zuvor hat er auch, als er das mit Jiren erfahren hat, hat er auch zu Jiren gesagt, achso, also steckt in dir doch ein bisschen Menschlichkeit. Also schön, dass man das von dir auch sieht quasi. Hat es dann selbst an sich auch quasi bei sich selbst gespürt. Sehr, sehr, sehr gute Szene. Also 10 von 10, die Folge, ganz klar. An sich, was C17 bis dato geleistet hat, was er gebracht hat. Er hat quasi durch diese Explosion, durch seine Selbstaufopferung dafür gesorgt, dass Goku und Vegeta sich mehr Zeit bekommen, um sich zu erholen. Und das haben sie auch quasi ein bisschen geschafft. Und was mit Freezer ist, wissen wir an der Stelle auch nicht, aber der interessiert quasi auch nicht. Der kommt wahrscheinlich wieder in irgendeine Szene. Ich weiß echt nicht, was sie mit Freezer machen wollen. Ich hoffe nicht, dass er so quasi irgendwie, ich bin auch noch da quasi als im letzten Kampf, im Finale, im letzten Showdown. Ja, die könnten von mir auch erstmal so auch irgendwie zur Seite hauen. Die müssten denen nicht quasi irgendwas Unbedeutendes, Großes geben. Das könnte nach hinten losgehen. Aber das müssen wir noch abwarten mit Freezer, wie sich das Ganze auswirkt. Dann war die quasi leider wirklich so Trauer, ja. Universum 7, vor allem bei C18, wie sie die Namen von C17 immer geschrien hat. Ja, das nimmt einen schon mit, wenn man jahrelang Dragon Ball anguckt, auf jeden Fall. Und dann quasi stand Vegeta auf wieder und Jiren sagt, ah, das ist noch Kraft oder was? Und Vegeta, man hat es den Jungs angesehen. Ja, Goku hat natürlich ganz klar geschrien, ah, C17 und so. Und Vegeta hat es ein bisschen, wie man Vegeta halt kennt, hat gemeint, er hat sich für uns geopfert und so. Also er hat glaube ich nicht gesagt, dieser Dummkopf oder so, sondern hat gemeint, das musste er nicht tun quasi. Hat es getan, er ist natürlich dafür dankbar und steht deswegen auf und geht jetzt in den finalen Showdown, er gegen Jiren, und da so hat die Folge geendet. Und dann bin ich wirklich sehr gespannt, was Vegeta noch rausholen kann. Denn sie haben wieder ein bisschen Zeit bekommen, sich zu erholen. Ob das so viel Zeit war. Ich meine, Goku hat ein bisschen was entdeckt im Kampf C17 gegen Jiren, dass man Jiren auch verwunden kann, wenn er unaufmerksam ist. Mal schauen, was er mit aus dem Kampf gegen Vegeta mitnimmt. Und habe mich auf jeden Fall an der Stelle auch auf die nächste Folge gespannt und würde gerne wissen, was haltet denn ihr von der Folge von C17 an sich? Also C17 ist von mir ganz klar der MVP, Most Valuable Player von Universum 7 für das ganze Turnier. Das, was er alles erbracht hat, wie er von uns gegangen ist, wie er gekämpft hat, taktisch und so, an der Stelle wirklich Riesen-Honor an C17. Vielen Dank dafür, Mate. Und ich hoffe, die Aufopferung war nicht umsonst. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, habt auf jeden Fall eine schöne Zeit, Leute. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Peace.